Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe gestern auf Instagram eine Umfrage gemacht und zwar, Ostern war der Meinung, dass es eine dumme Idee ist, aber ich glaube, dass es viele von euch interessiert. Wie gestalte ich mein Frühstück, vor allem türkisches Frühstück? Also meine Freundinnen kommen heute zu Besuch und ich habe auch jetzt knapp noch eine Stunde Zeit, bevor die kommen. Und ja, ich habe gestern die Umfrage gemacht. Ich kann euch ja hier mal das Ergebnis einblenden. Es waren, glaube ich, 92%, die für Ja abgestimmt haben. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ich mein Frühstück Instagrammable vorbereite. Ich bin ganz nach dem Motto, das Auge isst mit. Mir ist das enorm wichtig, wenn ich Frühstück vorbereite, dass es halt auch schön aussieht. Und ja, ich zeige euch alles von der Tischdekoration. Wir sind heute, glaube ich, zu sechs. Bis hin zum Anrichten. Ich werde noch Kuhmark machen oder Muchmamal. Ich weiß nicht, wo nennt man das eigentlich Kuhmark und wo Muchmamal? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Es ist, soweit ich weiß, dasselbe. Und dann mache ich noch so Sucuk und Sosis in Tomatensauce. Und ja, dann machen wir noch so eine Käseplatte und alles drum und dran. Aber ihr seht alles. Und wir fangen an. Und ich werde als allererstes erstmal mit dem Tisch anfangen, mit der Tischdekoration. Ich habe jetzt meinen Tisch einmal nach vorne geschoben, weil wenn sechs Leute kommen, stört dann hier diese Dachschräge. Auf jeden Fall schiebe ich als allererstes das einmal ganz an den Rand. Manchmal nehme ich, also wenn mehr Leute sind, nehme ich auch die Decke vom Tisch. Das kommt jetzt auf jeden Fall weg. Und wir fangen dann an mit der Tischdekoration. Ich habe extra aus der Türkei so Platzsets und sowas. Die habe ich hier drin. Wartet. Den hier brauche ich einmal für gleich. Das ist eine Servierplatte aus Marmor. Ich habe übrigens ganz verschiedene Platzsets. Ich habe zum Beispiel so welche. Dann habe ich aber auch noch von Sarah Home solche. Aber ich finde die schöner, ne? Ja. Ja. Ich glaube, nur Leute. So Leute, als nächstes geht es dann weiter mit den Tellern. Wie gesagt, ich fange immer erst mit dem Esstisch an. Jetzt muss ich mal gucken, welche Teller ich nehme. Also fürs Frühstück nehme ich immer entweder die hier von Ikea oder ich nehme die hier. Welche soll ich nehmen? Ich würde die rechten nehmen, glaube ich. Die? Ja. So, wir können einmal gucken, kurz. Also entweder nehme ich die, das passt halt perfekt mit meinen Stühlen. Oder die hier. Die weißen sehen doch besser aus. Ja? Ja. Okay, dann nehmen wir heute mal die weißen. Letztens hatten wir die hier genommen. Nur einer hat eine kleine Macke. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Kaputt gegangen, nachdem ich es auf Instagram gezeigt habe. Immer wenn ich was auf Instagram zeige, geht es dann direkt kaputt, ey. So, weiter geht's mit dem Gabel und dem Messer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter geht es dann mit den O-Saft-Gläsern und den Teegläsern. Das sind meine Gläser für den O-Saft. Tee nehmen wir mal die kleinen, die hier. So, nehmen wir mal die hier. Übrigens, warte mal, ich mache jetzt einen Zopf. Ich habe mir jetzt mal einen Zopf gemacht. So, jetzt habe ich. Ich glaube, ich nehme wieder die hier. Die sind am schönsten eigentlich. 2, 4, 6. Welche gibt es denn so? Ich habe noch die hier, die aus Korken. Die sind auch schön, die passen perfekt mit meinen großen. Aber wir nehmen heute mal die. Und die bringen wir einmal rüber. Ich will helfen. Feiern wir Geburtstag oder was für ein Anlass? Das sieht zu krass aus. Das ist doch immer so aus. Jeden Tag? Jeden Tag für uns beide nicht, aber wenn ein Besuch kommt, dann gucken wir doch immer. Ja, ein Besuch kommt schon, ja. Das sieht schon echt krank aus. So,
Das haben wir dann gemacht. Was fehlt jetzt noch? Genau. Die kleinen Teelöffel. 1, 2, 3, 4, 5. Ich drücke manchmal ohne Zucker. Das ist mein Zucker. Muss lauter werden, man. Du so. Ja. Dann auch schon mal den O-Saft einfüllen. Weil es auch nicht mehr lange bis gekommen. So Leute, da wir jetzt den Tisch gedeckt haben, geht es jetzt weiter ans Eigentliche, und zwar an die Platten. Und dafür ist mein erster Schritt immer, ich tue alles, was ich im Kühlschrank habe, was halt für Frühstück geeignet ist, mache ich halt meine Insel voll. Und dann gucke ich halt, dann arbeite ich mich halt so dran. Wartet, ihr werdet sehen. Okay. Also als allererstes. So. Dann fangen wir mal an. So Leute, jetzt habe ich alles rausgeholt. Das ist so meine Strategie, weil mein Kühlschrank ist ja auch auf der anderen Seite. Da muss ich nicht 70 Mal zum Kühlschrank rennen, wenn ich was vergessen habe. Also alles, was ich für mein Frühstück brauche, habe ich jetzt sortiert. Ich werde jetzt nochmal hier sortieren, kurz nach. Zum Beispiel das ist für meine Obstplatte. Das wird eine kleine Obstplatte werden. Ich kann schon mal damit anfangen, dass ich Eier, ich mache jetzt 4 Stück, weil erfahrungsgemäß bleibt Ei immer am meisten übrig. Die werde ich jetzt schon mal kochen. Dafür tue ich die einfach in eine kleine Schale, gebe Wasser hinzu und das blubbert dann schon mal vor sich hin. Das ist meine Platte, auf der mache ich meistens mein Frühstück. Da habe ich hier noch so Schälchen, die sind von Aschabach gewesen. Nach denen fragt ihr auch, oh ne, der ist nicht schön. Nach denen fragt ihr auch immer so häufig, Leute. So, die habe ich rausgebracht. Und hiermit fange ich, denke ich, dann an. Und dann dekorieren wir das Ganze erstmal jetzt schön. Oh, ich habe eins zerquetscht gerade. So, zum Beispiel. Das wäre eins. Dann kommt immer das nächste. Also was ich gar nicht mag, wenn ich so ein Frühstück anrichte, ist, wenn man einfach die Verpackung auf den Tisch tut. Das ist für mich absolutes No-Go. Das muss schon... Ups, nein. Nimm einfach ein zweites. Mmh. Dieser Frischkäse schmeckt so lecker. Okay, also hiermit zum Beispiel wäre dann meine Arbeit getan. Das, was ich benutze, einfach fürs System halber, damit man nicht durcheinander kommt, tue ich dann auch zur Seite. Das ist Kaimak. Kannst du Kaimak übersetzen? Creme. So Mascarpone-mäßig, ne? Nein. Doch? Nein? Ich würde schon sagen, wie Mascarpone. Auf jeden Fall ist das Kaimak. Ist in der Türkei sehr, sehr beliebt und bekannt. Das Ganze macht man dann mit Honig. Hier habe ich noch 2 Mini-Nutella, die kriegt ihr im Supermarkt und so. Die tue ich auch so quasi zur Deko so. Mir geht schon da sehr gut. So, genau. Dann Kaimak. Das ist Kaimak. Baukaimak, ich hab das schon gesehen. Baukaimak ist Kaimak mit Honig. Also wenn das jetzt der Kaimak ist, kommt da jetzt noch. Das hier ist, wie gesagt, Baukaimak. Das schmeckt so geil, wenn man Brot da rein dippt. In 1 kommt Olive. Die Oliven habe ich selber eingelegt in Öl und Zitronensaft und Rosmarin ist das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, was für ein Gewürz ich verwendet hatte. Kick, genau. Tun wir jetzt aber noch, das ist bei mir Olivenöl. Tun wir jetzt noch ein bisschen Öl drauf. Meine Eier kochen schon. Hiervon werde ich wahrscheinlich noch eins machen müssen,
weil wir sind heute viele Leute. Ich habe hier nochmal diese Platten, die habe ich von auch Paschabahce. Die hier. Auf die hier werde ich dann auch nochmal gleich ein bisschen was schön anrichten. Hier schneiden wir dann noch Tomaten hin. Dann zeige ich euch einen meiner Lieblingstricks, was einfach so schön aussieht. Also, das ist Pastrma. Das ist eine Wurstspezialität aus einem Gebiet in der Türkei. Das könnt ihr richtig schön dekorieren, indem ihr das einfach so faltet. Und ich habe auch gleich zwei Freundinnen, die kommen aus Kayseri. Die lieben das. Ostern, also ich selber esse gar kein Pastrma zum Frühstück, nur Ostern ist das immer. Das könnt ihr so geil dekorieren einfach. Also es ist einfach, ihr nehmt das, faltet es in zwei und dann nochmal so. Und macht quasi so Blüten draus. Wie viel Arbeit, Alter, wenn ich einen Freund empfangen müsste. Einfach alles so, wie es da steht. Einfach Packung aufmachen. Packung auf den Tisch. Das ist mir doch keine Mühe, Alter. Das ist zum Beispiel für mich absolutes No-Go. Wieso? Ich hasse das. Du merkst es ja auch selber, ne? Sogar wenn wir morgens selber frühstücken. Ja, aber ich verstehe es nicht. Nehme ich immer alles aus der Packung raus und mache mir so einen kleinen Teller. Ja, weil das einfach hässlich aussieht. Das ist auch fertig. Das darf weg. Dann habe ich hier nochmal, das ist eine andere Art von Wurst, das ist Rindwurst, Salami ganz normal. So, die werden wir, die muss ich übrigens, das habe ich schon vergessen, mit dem Zahnstocher fixieren, weil die halten die Form nicht wie die anderen. Also die müsst ihr so machen und mit einem Zahnstocher so machen, weil es hält leider nicht. So machen und dann so und das. Dann umformen. So, die könnt ihr ebenfalls in diese Rosenform bringen. Das sieht so geil aus. Wieso benutzt du eigentlich nie normale Tomaten, sondern immer Cherry-Tomaten? Ich weiß nicht, die schmecken besser. Die schmecken besser, ne? Die kommen auch schon gleich. Muss ich beeilen. So. Und die werden bei uns immer in die in zwei Hälften geschnitten, ne? Ja, warte. Ein bisschen runter. Okay, es geht weiter. Dann mit dem Halbieren. Ich bin ja gleich mit der Platte auch schon fertig. Hier kommen ja nur so fertige Sachen drauf. Eigentlich kommt da Rucola noch drunter. Der kommt auch noch jetzt. Cherry-Tomaten. Also ich finde einfach geschmacklich schmecken auch Cherry-Tomaten besser. Es geht dann weiter mit dem Rucola. Da habe ich auch eine kleine Frage. Ja. Wieso eigentlich Rucola und nicht Eisbergsalat? Schmeckt besser, ich mag Eisbergsalat. Aber salzen oder so tust du es nicht, ne? Du tust es einfach drauf. Ich tue es einfach drauf. So, das tue ich jetzt genau hier zwischen. Ich darf gleich ein Brötchen essen, was ich mir eben gekauft habe. Tun wir es gleich weg, wenn die kommen. So, das reicht auch schon an Rucola. Das ist ja auch nur ein bisschen zu Deko-Zwecken. Dann geht's weiter hiermit. Die könnt ihr auch im Supermarkt und so, glaube ich, bekommen. Was ist das? Butter? Butter. Das sieht einfach nur schön aus. Das rührt meistens auch echt keiner an. Aber es sieht einfach geil aus, ne? Ist das das von Turkish Airlines? Auch. Ja, auch. Weiter geht's mit dem Käse. Da braucht ihr auch nicht viel machen. Ihr nehmt euch einfach so einen Block. Und die hier mache ich dann immer, lege ich dann so schief hin. Also quasi. So sieht es dann aus. Einfach fürs Auge. Schneiden wir noch eine Ecke an. Aber irgendwas gefällt mir gerade nicht. Also das hier muss auf jeden Fall noch hier hin. Hier hin kommt gleich auch noch was. Ich weiß aber nicht mehr, was hatten wir denn letztens hier noch? Das ist Ölgepenere, heißt das glaube ich auf Türkisch. Nee, anders, aber ich mir fällt es nicht ein. So. Tulumpenere. Nein, Tulum Delboschki. Den. Satschpenri oder Tulumpenri? Ipenri. Okay Leute, das ist meine Käseplatte Nummer 1. Käseplatte? Meine Frühstücksplatte. Also besser wie in jedem Restaurant. Jetzt weiß ich, was fehlt. Gurke! Die Gurke fehlt. Die Gurke fehlt, die gute alte Gurke. Die ist übrigens schon gewaschen. Hey, du hast überall so einen Style, ne? Wie du das machst. Und das ist so krass. Das schneidest du zum Beispiel mit diesem Ding da. Ja. Das habe ich von meiner Mama gelernt. Möchtest du? Das Ding kriegt ihr in der Türkei auf dem Bazar für 5 Lira. Leute.
Jetzt habe ich aber keinen Platz mehr dafür, ne, Jazz? Weil das sieht jetzt schon so zu gut aus. Oder pack das hier so zwischen. Ich mache das auf eine extra Platte. Wo willst du das hinpacken? In die Mitte kommt es jetzt. Das ist echt sauschwer. Jetzt machen wir noch eine kleinere Platte. Und zwar auch für die andere Seite, weil nicht jeder kommt ja an die Mitte ran. Warum lachst du? Was spielst du eigentlich dort? Ist das Dingsspiel? Tetris? Ja, nicht Tetris, aber es ja, regt mich auf. Was regt dich auf? Das ist nicht so sitzt. Ja doch, jetzt sieht es schön aus. Dann können wir noch hier das dazu tun. Nein, ich würde Rucola und über dem Rucola würde ich Walnüsse. Soll ich sagen, warum Rucola nicht geht? Weil es ist schon zu viel Grün jetzt. Das ist nur ein Grün. Ja, aber Grün neben Grün geht nicht. Das verstößt gegen das internationale Frühstücksgesetz. Alle einmal bitte hahaha drunter kommentieren. Sehr lustig. Ein Arsch. Hierhin muss auf jeden Fall noch eine Salami hin. Da hast du recht. Was machen wir jetzt? So, das ist die Mini-Frühstücksplatte für die andere Seite. Den Gurken ist das immer so eine Sache, ey. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Frühstück kannst du echt gut. Danke, was soll das jetzt sonst? Hätte ich nicht kochen können. Guck mal, jede Frau tut solche Sachen schlecht auffassen, obwohl das gut gemeint ist. Wenn du das einem Mann sagen würdest, dann würde er sagen, danke. Echt nett, der wird es so verstehen, wie man es meint. So, sieht das jetzt hier so aus? Ja. Okay. Weiter geht's. Lara, du musst mich langsam entlassen, weil ich muss meine Sachen mitnehmen. Ich muss auf Toilette. Dann muss ich raus. So Leute, das ist meine Brotbox. Die ist mega süß, oder? Die habe ich aus der Türkei. Das kommt jetzt hier hin. Wo hast du die her? Aus Paşabahçe. Red. Red, genau. Das kommt dahin. So, dann wollte ich noch Walnüsse tun, wie gesagt. Die tun wir jetzt hier rein. Walnüsse sind auch, glaube ich, in der Türkei, ne, sehr beliebt. Walnüsse und Aprikose. Ja, aber Aprikose. Getrocknete Aprikose. Hatte ich leider nicht da und ich wollte das jetzt gestern nicht kaufen, weil keiner isst das bei uns, ne? Ja. Die Avocados, die machen wir jetzt. Olmazsa olmazımız. Ja, ich und Osman lieben Avocado. Ich habe dich damit angesteckt, ne? Naja, früher konnte ich das gar nicht essen. Ich glaube aber eine Avocado aus, glaube ich, bei keiner ist das wirklich. Das essen halt nur die Kenner wie wir, ne? So Leute, die Avocado ist jetzt hier drin und wird zermatscht. Was da jetzt reinkommt, ist Paprikapulver. Das habe ich vom Türken. Das kriegt ihr aber überall. Warte mal, mir kommt da voll wenig raus. Also da muss Paprikapulver rein. Dann Salz. Viel Salz. Und dann würde ich Ozan noch bitten, mir den Pfeffer, einmal Pfeffer und einmal eine genaue Zitrone. Ach so, nicht Zitrone. Wo ist denn Pfeffer? Unten. Atsch. Genau, Pfeffer. So, dann kommt dann noch Zitronensaft rein. Ganz viel, sonst schmeckt es nach gar nichts. Und dann zermatschen wir wieder. Das ist dann unsere Avocado-Paste. Die tun wir auch da in die Mitte. Weiter geht's dann mit der Pfanne. Und hier. Das sind süße Paprika vom Türken. Die heißen Tatsabiber. Die werden jetzt einmal geschnibbelt. Ich hab's jetzt langsam eilig, ey. Die müsst ihr jetzt gleich einmal in zwei. Die Stellen, die schüttig sind, einmal wegmachen. Und einmal so schneiden. Und die einmal schneiden und in die Pfanne hauen. Das hier nehmt ihr am besten raus, also ich mache das zumindest immer. Dann auch mit der zweiten. Zwei sind, glaube ich, gut. Und dann wieder. Jetzt hört ihr langsam, wie es brutzelt. So, das reicht. Das hier ist Tomatensauce, die hat meine Mama selber gemacht, Leute.
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ihr sonst nehmen könntet. Also ansonsten müsstet ihr, glaube ich, Tomaten pürieren, um das quasi dasselbe zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das hier einmal in Öl schön anbraten. Dann habe ich hier noch Sauces. Die werden da gleich noch reingehauen. Die Sauces werde ich jetzt einmal nur noch mal so halbieren. Die Wurst kriegt ihr auch. Das kriegt ihr alles beim Türken übrigens. So, da wir das alles halbiert haben, passt. Ich glaube, ich nehme aber noch ein paar von hier noch dazu, damit es zu wenig ist. So, als nächstes, Leute, nehmt ihr euch so einen Sucuk. Diese Folie, ganz wichtig, die muss ab. Nicht, dass ihr die mit esst. Was du da schneidest für unsere deutschen Leute? Knoblauchwurst. Ich glaube, Sucuk kennt jeder, oder? Nebenbei das hier umrühren, nicht vergessen. Währenddessen kann ich jetzt hier langsam auch aufräumen schon mal. So Leute, der Akku war alle eben von der Kamera, deshalb filmen wir jetzt mit dem Handy kurz weiter. Auf jeden Fall habe ich die Eier schon geschält und die halbieren wir jetzt. Das sieht einfach dann nochmal so aus, statt wie wenn man das gerade mit einem Messer halbiert. So, das haben wir dann auch. Auf die Eier kommt jetzt nochmal 3 Sachen. Einmal wieder das Paprikapulver von eben. Dann nochmal Salz. Das brauche ich gleich für Mutter. Dann nochmal Salz. Yes. Und zu guter Letzt noch Pfeffer. Und so sieht das dann aus. Dafür brauchen wir jetzt auch noch einen Platz. Ich sehe, du hast da so ein paar Kleinigkeiten noch eingefügt, ne? Was denn? Ja, genau. Kiwi und Dragonfruit noch. Den Frischkäse nehmen wir hier rüber, die Eier hier rüber und die Eier tun wir hier hin. Genau, ich habe eben noch eine Obstplatte gemacht, weil die Kamera aus war, konnte ich das nicht mehr filmen. Hier habe ich einmal Orangen geschnitten, dann habe ich, das ist ganz einfach, ihr müsst einfach mit einem, in so Zickzackform die Kiwi schneiden. Und dann habe ich noch Drachenfrucht gestern gekauft und einfach halbiert. Das ist einfach, also ganz easy eigentlich. Das sieht so krass aus, Alter. Heute mit extra viel Liebe. Und ja, es ist nicht mehr viel übrig. Das hier ist eigentlich auch so gut wie fertig. Das nehme ich jetzt einmal runter von der Stufe. Es ist eigentlich so gut wie alles fertig. Hier haben wir jetzt die Tomatensauce noch reingetan eben. Ich habe Chai gemacht. Einfach Chai mit kaltem Wasser abwaschen quasi und danach nochmal mit heißem Wasser. Das ist sehr wichtig mit dem kalten Wasser. Ja, Russan hat einmal das nicht mit dem kalten Wasser gemacht. Ich glaube, du hast einfach direkt, du hast direkt Chai reingetan, ne, in die Sieb und da hast einfach heißes Wasser drauf getan, ne? Ja. Leute, der Tee schmeckt so bitter. Schmeckt nicht und du hast so Abdrücke, genau, vom Tee. Ja, auf jeden Fall wegen dem hier, wegen der Pfanne, da habe ich eigentlich nur noch Salz und Pfeffer zugegeben. Das war's, nochmal aufkochen lassen. Ich habe das jetzt auf eine niedrige Stufe genommen und es kommt dann gleich in diese wunderschönen Pfannen. Die kriegt ihr, wenn ihr in Istanbul seid, zum Beispiel in Eminönü, überall, ne? Kosten 60 Lira ungefähr, so eine Pfanne, 50, 60 Lira. Ich warte gerade noch auf meinen Besuch und gleich zeige ich noch, wie wir mit Mama machen. Und jetzt machen wir noch zu guter Letzt Muhlama. Heißt das, Leute, was ist der Unterschied zwischen Kuhmark und Muhlama? Nee, ist das gleiche. Ja. Das gleiche, ne? Das heißt nur anders. Also als erstes muss man Butter. Okay, Leute, als erstes, ihr habt es gerade gesehen, sowas kann passieren. Also Butter anbraten und danach Maismehl dazugeben. Minimum 2 gehäufte Löffel. Okay, Leute, das muss ungefähr so aussehen. Das duftet ganz herrlich. Achso, genau, das war Maismehl. Müsst ihr kaltes Wasser parat haben. Okay. Das muss so richtig schön goldbraun werden. Das schmeckt voll lecker. Hm.
Leute, so muss jetzt die Konsistenz sein. Ihr müsst einfach die ganze Zeit Wasser zugeben. Zieh mal hoch, oh, so geil. Das ist aber noch nicht. Jetzt kommt ja das hier rein. Ich habe es mit diesem Käse noch nie gemacht. Egal, wird schon. Okay, Leute, ihr müsst jetzt den Käse, das ist dieser Käse, den müsst ihr zugeben. Das war's mit dem Video. Ich tue gleich noch den Tee und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein paar coole Frühstücksanregungen mit euch teilen und ja, ein bisschen Inspo geben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr... Ella, willst du mit drauf? Wenn ihr das Video liked und kommentiert und... Hast du gehört? Sie hat richtig ein Boot raus. Und kommentiert gerne noch, was ich als nächstes drehen soll. Und danke fürs Zuschauen.